Der Betrieb von einem Hochspannungsnetz ist mittlerweile ein Hightech-Business geworden. Die Energiewende hat es notwendig gemacht, dass wir unsere Leitungen hochverfügbar halten müssen. Es ist nicht mehr möglich, so wie früher, dass wir für Wartungen, Instandhaltung Leitungsteile abschalten, weil wir ganz einfach nicht mehr die Kapazität nachher zur Verfügung stellen können. Und aus dem Grund sind Innovationen notwendig. Und eine dieser Innovationen ist der Einsatz von autonomen Flächenfliegern. Treten Störungen bei uns im Übertragungsnetz auf, so müssen wir uns schnell ein Lagebild über den Fehler vor Ort verschaffen. Zukünftig sollen uns hierbei die Drohnen unterstützen, indem sie schnell an Ort und Stelle fliegen, vor Ort eine Luftaufnahme, ein Foto machen und dies zurück an die Leitstelle senden. In der Leitstelle wird durch einen unserer Mitarbeiter das Schadensbild begutachtet und darauf rückgeschlossen, um was für einen Fehler es sich genau handelt. Dadurch werden wir bei der Fehleranalyse schneller und effizienter und können so einen sicheren Netzbetrieb garantieren. Das Angenehme bei den Systemen ist, dass wir eine Übertragung der Daten haben. Das heißt, in dem Moment, wo die Drohne über ein System fliegt und einen Schaden detektiert, wird dieser in einer Datenwolke abgelegt, wird einzeln referenziert und sofort für den jeweiligen Kunden sichtbar gemacht. Das heißt, der hat die wirklich schnelle Möglichkeit, dann darauf zu reagieren. Und der zweite Punkt, der sehr wesentlich ist, es ist nicht gefährlich. Es fliegt die Drohne drüber, es muss niemand besteigen, es muss niemand klettern. Und das ist bei manchen Witterungsverhältnissen auch optimal dann.